Dann ist das der erste Checkpoint und dann unten im Sumpf ist der zweite Checkpoint, damit man dann schnell zum... Na hier kommt, zu Quella kommt. Und ich meine, gut, natürlich wäre es jetzt das gewesen, aber ich hätte plus 10 gehabt und ich hätte ein ganz gutes Level. Elite-Ritterrüstung hätte ich ja gehabt, die hatte ich. Ja gut, hätte dann wahrscheinlich die Wanderer, das Wanderzeug angezogen, sofern ich es gefunden hätte, sage ich mal. Aber dann wäre das alles gar kein großes Problem gewesen. Behaupte ich jetzt einfach mal, ich weiß es ja nicht. Aber da Quellack jetzt so an sich nicht wirklich schwer war, ist er dann ja noch viel leichter. Nee, kann man nicht treten irgendwie. Ja, so, es macht halt nur 2 Schaden. Ich weiß nicht ganz, ob dieser Leiterkampf irgendwas ganz Genaues bringt. Ich sehe halt nur, ich mache ihm 2 Schaden, wenn ich ihn trete. Und das finde ich dann nicht ganz so prickelnd. Wahrscheinlich muss ich ihn dann 2-3 Mal treten. Und dann fällt er runter. So, apropos runter, wie komme ich denn hier jetzt nochmal runter? Ne, hier ging es zu dem Adlerschild. Glaube ich zumindest. Ja, wo ging es hier runter? Das ist eine verdammt gute Frage. Dann ging es hier doch nicht zum Adlerschild. Sondern da ging es doch, hier ging es zum Adlerschild. Dann wäre jetzt natürlich wirklich die Frage, wo ging es... Dann muss ich da wieder hoch und dann irgendwo anders runter zu gehen. Da ist wieder dieses Schwabbelvieh. Diese komische... Was weiß ich, was das sein soll. Diese Spinne oder so. Ja, ich muss hier in den Komplex rein. Jetzt, okay. Und da lasse ich mich am besten runterfallen. Nee, kommt nicht ganz so gut. Da lasse ich mich am besten hier runterfallen. Ja. Kommt schon besser. Kann ich dich denn jetzt angreifen irgendwie? Ich glaube nicht. Mit der Hellebarde vielleicht? Oh Gott, nein, nicht runterfallen. Das ist mir auch schon das letzte Mal passiert. Ah, Mensch. Ja, ja. Schandstadt. Ich muss hier so schnell wie möglich raus. Ich plane jetzt eigentlich den... gehe ich hier richtig? Nee. Hier gehe ich richtig. Okay. Ich plane jetzt eigentlich, den untoten Drachen dann einmal rauszufordern. Vielleicht ist der jetzt auch nicht mehr ganz so schwierig. Jetzt stand natürlich nur wieder die Frage, wo ging es hier lang? Ne, es ging nicht da nach oben, sondern da hinten weiter. Ja, da ist dann die erste Brücke und danach führt es dann zum Adlerschild. Stimmt, genau. Na komm, ihr blöden Viecher überall. So, du noch weg. Ach ja, genau, voll. Das hat mir jetzt noch gefehlt. Aber wir haben ja unser Tränkchen. Sehr schön. Wo sind meine Seelen denn jetzt? Bei dir nicht und dir auch nicht. Die halten aber immer noch verdammt viel aus. 500 Schaden. Haben aber halt bloß zerbrochene Schwerter dabei. Da drüben rüber bringt mir überhaupt nichts. Da unten muss ich hin. Oh Gott. Aber am besten nicht so, dass ich sterbe. Sondern auf einem möglichst sicheren Weg. Na, das ist jetzt nicht wirklich sicher, obwohl ich kann da runterklettern. Dann ist vielleicht sicher. So, du bist besiegt. Ich hole hier meine Seelen. Schwupp. Das Vieh weiß ich ja immer noch, wie ich es besiegen soll. Mit meinem Bogen ging das ja auch nicht, oder? Kann ich vielleicht irgendwie abwerfen? Keine Ahnung. Holzbolzen. Was zum... Ach so, ihr Viecher seid ja auch da, genau. So, ja, hau an mir vorbei. So ist richtig. Obwohl, die wären eigentlich auch gar nicht so einfach, wenn ich nicht meinen Blutungsschaden hätte. Das muss man jetzt auch sagen. Schon mal einen von euch. So. Und der große Schier schon besiegt, genau. Da unten gab es die Peitsche, das weiß ich noch. Die war jetzt zwar nicht ganz so prickelnd, aber es war halt die Peitsche. Es war halt mehr so ein kleiner Gag, zumindest empfand ich das so. So, jetzt sind wir hier auch schon fast wieder unten. Sind jetzt bloß wieder bei den kleinen Quellachs. Die sind ja auch so tierisch auf die Nerven gegangen. Und sind jetzt in 2 Schlägen tot. Aber ich glaube, davor haben sie auch plus 3 Schläge gebraucht, von dem her. Achso, da ist noch mal einer. Okay, jetzt nicht mehr. Aber du lebst noch. Gut.
Na komm. Dankeschön. Wir haben schon wieder 10.000 Seelen. Das geht hier auch verdammt schnell. Und runter hier. Und wenn ich da jetzt runtergehe, dann könnte es aber auch gefährlich sein. Wo sind denn die ganzen Viecher? Da ist eins. Ja, das kommt auch schon angeflattert. So, das war's aber auch mit ihm. Und das ist noch ein bisschen zu hoch zum Runterspringen. Achso, da war das. Okay. Oh, aber nicht da runter. Gut. Du bist da irgendwie hinter der Wand. Ah, von euch habe ich überhaupt nicht vermisst. Das Problem ist jetzt natürlich auch, dass ich durch den Sumpf muss. Finde ich jetzt auch nicht ganz so toll. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Gut, dass das Ding da ist. Sonst wäre ich wahrscheinlich gestorben. Überall die Viecher. Die habe ich wirklich nicht vermisst. So, komm her. Na, komm her. Dankeschön. Furchtbar. Aber man muss ja sagen, dass das Spiel einen auch recht gut ausrüstet. Also man kriegt eine Dings, man kriegt eine Giftrüstung und man kriegt das Spinnenschild kriegt man auch auf der anderen Seite. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, den Weg zu gehen. Und das finde ich ja ganz schön. Achso, du lebst. Ja, das tust du doch nicht. Ich dachte schon, aber die Fliege lebt. So, das Gift macht mir jetzt auch nicht so viel Schaden. Aber ich will eigentlich, wie gesagt, diese wilde Mildred herausfordern. Die Frage ist natürlich, wie kommt die? Erstmal tue ich mich hier dann mit meinem Lagerfeuer verbinden. Wenn es nicht so ewig dauern würde in diesem blöden Sumpf. Weil um die 10.000 Seelen wäre es mir schon ein bisschen schade. So, ich könnte jetzt eine Giftrüstung anziehen, aber... nö. Ich wandere hier noch ein bisschen im Matsch rum. Keine Ahnung, wirklich bloß um diese komische Dings zu finden. Sie dann vielleicht zu töten. Ich weiß ja nicht, wie ich die aktiviert habe. Und ob die vielleicht bloß einmal kommt. Aber vielleicht, wenn wir hier unten ein bisschen rumwandern, können wir sie dann vielleicht finden. Ach ja, waren die Giftegel oder was es waren. Haben die nicht grüne Dings? Nee, hier war irgendwo eine grüne... hier. Ach, wie heißt denn jetzt? Wie hieß es jetzt? Eine grüne Scherbe. Aber die lag hier bloß rum. Und die hat man halt von den Viechern bekommen. Vielleicht muss man da hinten... Ich glaube, ich war da ganz hinten. Hab mir dann das Holzschild geholt und dann kamen sie, glaube ich. War das in dem Durchmarsch? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal hin. Da hinten liegt doch aber noch was. Das sehe ich doch ganz genau. Oder? Ich gehe mal davon aus. Deswegen gehen wir da mal hin. Wird wahrscheinlich eh bloß irgendeine blöde Leiche sein, aber... Hey, wir haben es noch nicht erkundet, deswegen. So, du bist weg. Ich glaube, ich war hier hinten allgemein noch gar nicht. Hier sind zwar ein paar Giftegel, aber ansonsten... Was auch immer das für Viecher sein sollen. So, nochmal ein Tränkchen. Da ist nochmal... Okay, wir sind hier jetzt im Brutbereich von den Viechern. Was jetzt vielleicht auch gar nicht weiter schlimm ist. Was gibt's hier denn? Eine große Scherbe, das ist ja auch angenehm. Du weg, du weg. Du und du weg. Doch, tatsächlich geben die grünen Scherben. Schön. Freut mich. Ja, wir sind hier wirklich im Brutbereich von denen. Naja, dann. So, weg. Und du auch noch weg. Sehr schön. Die drei bewachen noch die Leiche hier, aber es sollten auch kein großes Problem sein. Und was haben wir denn hier? Eine Schneide. Was macht diese Schneide? Die schneidet wahrscheinlich. 107 Schaden kann ich nicht benutzen. Nee, 24... Alter, was ist das für ein Ding? Okay, Quatsch, das wollte ich gar nicht so... Kann ich sie zweihändig benutzen? Da geht's. Okay.
Okay. Da hinten leuchtet noch was. Was leuchtet da hinten? Ah Gott, lauf mal. Nee, kann ich gar nicht, glaube ich, mit dem Zahlenmodus. Beziehungsweise kann ich gar nicht mit dem Ding. So. Jetzt kann ich wieder schneller laufen. Es kommt also auch auf die Waffe an. Das ist sehr interessant. Okay, mein Gift hat nachgelassen und da kommt es auch schon wieder. Sehr schön, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeug gefunden. Auch ganz schön. Die Frage ist natürlich noch, wie konnte man denn, da war so ein Baumstamm, wo man hochlaufen konnte. Die Frage ist, wo der jetzt war. Beziehungsweise, wo ich gerade bin. Ich sehe hier halt auch mal wieder gar nichts. Das ist das Schlimme. Haben noch kein Anzeichen von der. Da ging es hoch. Okay. Bin ich ein bisschen zu weit rechts gegangen. Obwohl, es hat ja jetzt nichts ausgemacht, aber trotzdem. So. Vielleicht gibt ihr mir auch nochmal eine grüne Scherbe. Habe ich da gerade 5 grüne Scherben bekommen? Oder habe ich mich da bloß irgendwie verguckt? Stille Linne, okay. Blaue Glut, die muss ich auch noch abgeben, aber die muss ich dann an den Dings abgeben, an den Typen. Ja, tatsächlich, ich habe 12 Dings. Wow. Okay. Was ist das für ein Baumstamm? Also von Ast und wieso reicht der so komisch dahin? Naja. Da unten war ich schon, okay. Da sind dann nur noch 2 von diesen Egeln. Und hier war ich ja drin. Gibt's ja eigentlich sonst noch irgendwas? Ne, ist bloß so ein komischer Baum. Hier war ich drin, bin dann wieder raus, wollte dann zum Lagerfeuer und dann kamen sie, glaube ich. Vielleicht habe ich ja jetzt nochmal das Glück. Ich höre die Viecher schon wieder. Vielleicht muss ich auch alle Egel töten, keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Wie ist es denn die? Ne, die sind nicht wieder da, okay. Man kann nur so schwer erkennen, ob sie jetzt leben oder tot sind. Kann ich hier durch? Das ist sehr schön. Oh Gott. Und da war aber nochmal einer. Ja, genau da. Obwohl, das erste Mal habe ich dann auch nicht alle Egel getötet, weil da hinten, die haben ja noch überlebt. Nochmal 5 grüne Scherben, das ist ja herrlich. Ach, halt mal. Halt. Grüner Schlangenring. Erhöht Chance, Gegenstände aufzufinden. Okay. Ich dachte, dass es jetzt vielleicht die Menge erhöht, die wir bekommen. Das wäre nämlich interessant. Jetzt haben sie 19? Nee, Quatsch. 17. Grüne Scherben ist trotzdem viel. Naja, kommt die wilde Mildred jetzt oder nicht? Vielleicht ist ja wirklich auch das einmalig. Wäre zwar schade. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber dass es so unglaublich zufällig ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil man hängt hier ja jetzt nicht so lange in diesem blöden Sumpf rum. Das ist halt. Man geht ja eher hier durch, kurz das Lagerfeuer aktivieren und dann schnell zu Quellack. Von dem her, war da hinten vielleicht noch irgendwas? Nö. Auf Fliegen. Jetzt muss man auch einfach bloß genug Gegner töten, keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass ich jetzt die ganze Zeit schon in diesem Sumpf rumwandere. Wir außer ein paar Scherben zu bekommen nichts wirklich Interessantes machen. Obwohl natürlich die Scherben sehr interessant sind, weil dadurch, durch die grünen Scherben kann ich ja auf die verschiedenen Waffen-Dings gehen. Also hier göttliches Zeug und sowas. Deswegen sind die gar nicht so schlecht. So, dann können wir diese Steintypen dann nochmal besiegen. Vielleicht geben die ja auch irgendwas, aber die gehen wahrscheinlich auch wieder bloß drauf. Und so viel Schaden machen sie jetzt auch nicht. Gut, man muss natürlich nicht direkt in dem Stein stehen, aber wenn es mal passiert, dann ist es auch nicht weiter schlimm. So, das war klar, dass sie direkt vor dich hauscht. Ich meine, 500 Seelen geben sie immer noch. Jauche-Küchlein und nochmal eins. Die sind recht häufig und dadurch, dass dann natürlich meine Dings auch noch erhöht wird, bekomme ich die jetzt fast jedes Mal. Aber es kann ja natürlich wirklich sein, dass ich dann zum Lagerfeuer muss und dass sie dann kommt. Das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, ob das wirklich so ist. Aber ich gehe gleich nochmal zum Lagerfeuer. Oh Gott.
Der kam ein bisschen angesprintet, ist jetzt aber auch nicht weiter das Problem. Und nochmal eins. So, du da oben rennst schon ein bisschen komisch rum. Wo ist er denn? Da hinten. So, und du sollst Geschichte sein. Außer ich habe keine Ausdauer. Jetzt aber. Sehr schön. Und nochmal eins. Die Dinger kann man aber sogar auch gut, ganz gut verkaufen. Das ist ja das Schöne. Oh, nicht rollen. Ach komm, ich will nicht hinterher rennen. So. Da ist nochmal eine Fliege. Die sollte jetzt auch nicht weiter schlimm sein. Ja, scheint statt so geht eigentlich. Muss man ja sagen. Finde ich jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt nochmal schnell quer durch zum Lagerfeuer. Und wenn sie dann kommt, dann müssen wir sie halt vergessen. Weil nochmal nach Scheinstadt gehe ich nicht. Hier zieht mich irgendwie nichts mehr hin. Ich dachte ja, dass ich irgendwann nochmal hin müsste, um dann den Durchgang da zu öffnen. Aber das hat sich ja jetzt soweit erledigt. Ich trinke mal ein Tränkchen, bevor ich hier drauf gehe. Wäre ja jetzt nicht ganz so toll. So. Das haben auch größtenteils ja, glaube ich, alle Viecher dann erledigt. Das heißt, wie gesagt, wenn sie dann wirklich nicht kommt, dann weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Hier ist dann nämlich schon... Ja. Dich da haben wir noch nicht erledigt. Na, dann ändern wir das doch nochmal kurz. Und an Land, an Land, an Land. Ah, sehr schön. So, und jetzt sollte sie ja dann eigentlich kommen, oder? Oder nicht, oder doch? Hm. Steigen wir nochmal auf, würde ich sagen. Schadet ja nett. Und zwar in Beweglichkeit. Ja. Machen wir so. Ah, meine Dings, meine Hellebarde gilt auch mit Beweglichkeit. Finde ich schön. So. Letzte Chance, bis ich noch da drüben bin. Und wenn nicht, dann ist ja auch egal. So, jetzt wäre der Klaffdrache natürlich nochmal ein bisschen einfacher gewesen. Aber das ist ja auch jetzt egal. So, dann will ich mich jetzt wirklich mal an dem untoten Drachen probieren. Mit meinem Blitzspeer dann auch. Ich hoffe, ich habe den nicht verkauft. Ich hoffe es einfach mal. So wie ich mich kenne, würde ich sagen, ja, aber nee, da ist er. Gut. Und mit dem Blitzspeer und meinem ganzen restlichen Zeug, jetzt könnte das vielleicht was werden. Könnte aber auch so enden. Ganz toll gemacht. Wirklich ganz toll gemacht. Ach. Dann besteht halt nochmal die Chance, dass wir sie treffen. Was aber wieder nicht so scheint. Ich hoffe mal, dass meine Seelen jetzt da auf dem Dings sind und nicht da unten liegen, weil sonst muss ich da auch noch runter, da durch den Sumpf latschen. Schauen wir mal, da unten scheinen sie nicht zu liegen. Also müssten sie da oben sein. Und dann können wir... ach, da sind sie, gut. Und dann können wir eigentlich auch schon in den... Oh Gott, ich werde mal wieder runtergerannt. Können wir eigentlich auch schon in den Wald gehen. Da dann Sif und... Ja, Sif halt größtenteils erledigen. Und wenn wir das dann haben, dann... ja, keine Ahnung, dann sterben wir hier hoffentlich nicht. So. Dann können wir nach Anolondo, beziehungsweise... Ich weiß es nicht. Ich würde am liebsten noch mal kurz in die Katakomben gehen. Aber ich weiß halt nicht, ob mir das was bringt. Ob ich da zurechtkomme. Ich kann irgendwo ein Lagerfeuer aktivieren. Und dann, wenn ich... Dann gehe ich zu den Katakomben. Und dann, wenn ich natürlich sterbe, dann ist am besten, wenn ich in... Das heißt beim Schmied. Ja. Da wäre eh ein ganz gutes Lagerfeuer für den Wald, beziehungsweise mache ich den ja da oben. Also es ist dann im Drachental. Ich müsste aber eigentlich eh dann kurz das Dings aktivieren. Ich muss es aktivieren, muss dann zurückrennen und dann kann ich, wenn ich einmal den Untotendrachen probiert habe,
Oh Gott, ich hasse es manchmal. Wenn ich dann einmal den untoten Drachen probiert habe, dann kann ich von da aus gleich weitermachen. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann... kann ich dann gleich weiter zum Wald. Und zum Wald ist dann auch keine so lange Strecke. Ja. So mache ich das. So, ein bisschen Geld, ein bisschen Erfahrung oder was weiß ich, wie man es nennen soll. Seelen dann halt am besten.